Wer mich kennt, weiß, ich stöber bei uns gerne durch den Local Game Store und gucke so nach alten, liegen lassenen Dingen, wo noch eins von da ist, was keiner kaufen will, und dann erbarme ich mich und kauf's. Deswegen haben wir jetzt so ein Guild of Ravnica Izzet Theme Booster. Ihr habt schon mal vor ein bisschen einer Zeit eine Theme Booster. Und ja, das ist jetzt blau-rot. Mal gucken, ob das hier besser war als die damaligen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe diesen Ding auch noch nie aufgemacht, deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Das ist voll hübsch. Das haben sie echt hübsch gemacht. Das ist wirklich hübsch. Ja, ich sehe schon mal ein Guildgate. Unlock 3 Booster using Play Ravnica. Könnt ihr alle machen. Warum auch immer. Auf welchem Ding überhaupt? Ah, Magic Arena. Okay. Ich glaube tatsächlich, dieses Play gibt es auch für Play Theros, Play Eldraine. Gibt es auch, falls ihr da Interesse dran habt. Izzet Guildgate. Dann haben wir Glaive of the Guild Pact. Auch hier mache ich es wie immer so bei den großen Openings. Ich gehe alle Uncommons nur durch und alle Rares durch. Die Commons lege ich meistens beiseite. Glaive of the Guild Pact. 2 Mana Ausrüstung. Die Kreatur kriegt plus 1 plus 0 für jedes Guild, was ihr habt, und hat Wachsamkeit und kann nicht mehr von. Was? Kann nur bei 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Chaminister Insight, okay. 4 Mana, ihr zieht 2 Karten mit Jumpstart. Electromancer, das Ding Reprint bekommen hat. Großer Fehler, diese Karte. Bitte komm, großer Fehler. Ich liebe diese Karte. Goblin Locksmith. Der Wahnsinn. So kann ich auch Locksmith werden. Ja, sehr viele Commons diesmal drin. Das letzte Mal waren wenigstens noch hin und wieder mal durchzogen von Uncommons. Man muss nur meckern, dann kommen sie. Murmuring Mystic. 4 Mana 1/5. Immer wenn ihr ein Instant oder Sorcery Spell castet, kriegt ihr einen Bird Illusionskreatur mit Fliegen. Okay. Das, naja, Guild Summit, 3 Mana Enchantment. Wenn es ins Spiel kommt, könnt ihr eine beliebige Anzahl an Gates, die ihr kontrolliert, tappen und für jedes Gate eine Karte ziehen. Und immer wenn ein Gate unter eure Kontrolle ins Spiel kommt, zieht ihr eine Karte. Wow. Diese Gate-Decks, ich weiß nicht, war das ein Ding? Goblin Kratermaker. 2 Mana 2/2. Für 1 Mana kann man ihn opfern, um 2 Schaden zu schießen oder eine Colorless Karte zerstören. Die lege ich mal beiseite, die spiele ich auch. 2 Mana 0/4 Defender. Immer wenn ihr eine Instant oder Sorcery castet, fügt das jedem Gegner einen Schaden zu. Das ist im Commander bestimmt nicht beliebt. Beacon Bolt. 3 Mana Sorcery. Fügt Schaden in Höhe der Instant und Sorceries auf eurem Friedhof zu. Und zwar eine Kreatur. Okay, schade. Mit Jumpstart. Immerhin. Whee! Dragonaut. 3 Mana 1/3 fliegend. Kriegt plus 2 plus 0 für jeden Spell, den ihr hinzugespielt habt. Also, während ihr draußen ist. Hat mir nicht schon mal? Die auch? Ah, hier sind auch Doppelte drin. Okay. Crackling Drake. Da war ein Hype drum. 2 blaue, 2 rote, fliegend, hat Stärke gleich der Sorcery Cards und Instant Cards, die ihr im Exil und im Friedhof habt. Und wenn ihr ins Spiel verkommt, zieht ihr eine Karte. Beacon Bolt, den erkläre ich nicht nochmal. Ramping Monument, 4 Mana 0/0 Trampel, kommt mit 3 plus 1 plus 1 Karten in Countern ins Spiel. Und immer wenn ihr einen Multicolored Cast Zauber castet, kriegt ihr noch eine plus 1 zu 1 Marke. Ist, glaube ich, mit dabei das Playset. Ist mittlerweile, glaube ich, das Playset. Invert und Invent. Für 1 Mana Instant könnt ihr die Base Power und Toughness von bis zu 2 Kreaturen switchen. Für 6 Mana könnt ihr euer Deck nach einer Instant und oder Sorcery-Karte durchsuchen, sie vorzeigen und auf die Hand nehmen. Das ist nicht bad. Und Chromatische Laterne. Auch nicht bad. 3 Mana Artefakt. Alle Länder haben Tappen Mana beliebiger Farbe. Tappen für Mana beliebiger Farbe. Commander Staple. Auch nicht bad. Ja, ich bin zufrieden. Das war okay. Da habe ich schon Schlimmeres aufgemacht auf diesem Channel. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr mir die anderen Videos angucken. Ansonsten würde ich sagen, ihr seid nicht gerade meine Gilde. Ich bin eher so auf der Ortshof-Seite. Aber das war lustig, das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich's. Ciao, ciao.